Gute und herzlich willkommen hier zum nächsten Video. Und zwar habe ich hier das GML Halbfinale zwischen den Noobs und 11 Originals. Erstmal mega krass, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Und gegen Eve im Halbfinale, ja wohl, ja, den besten deutschen Clan. Mit dabei sind natürlich wieder der Röhle-Professor, Noobsigi, der Max aka Empire und der Xillis bei 11 Originals spielen Kai aka Knowledge, der Luis, der Kalle, Burak und der Georg. Also hier Eve auf jeden Fall mit den ja, besten Fünfer-Team gegen uns. Und wie das ausgegangen ist, das will ich euch hier in dem Video zeigen. Und zwar fangen wir hier mit einem Hit von dem Eve Kalle an. Also generell, Eve hat ja das Rathaus 12 Cup gewonnen. Also die haben schon ja, $60.000 Preisgeld gewonnen. Und ja, die, der Zeppelin war MVP. Und zwar zeige ich euch das nach dem Angriff. Gegen den Feger gefrostet. Und wenn ihr, wenn ich dann euch gleich nachher mal unsere Fallen zeige, dann seht ihr, warum, ja, das super, super glücklich war. Und, ja, ein nicer Hit hier auf Kalle hat auf jeden Fall die kleine Falle gerochen, der kleine Schlingel. Ja, also Eve wahrscheinlich, ja, wenn nicht das beste deutsche Team aktuell, das wir, oder der beste deutsche Clan, den wir hier haben. Und ich muss sagen, ich bin mit der Leistung von meinem Noobie-Team absolut zufrieden. Mega, mega starke Leistung. Und ja, hier konnten wir uns super, super verkaufen. Und ob es zum Schluss gereicht hat, das zeige ich euch gleich. Und zwar, das Finale ist heute Abend. Also, der Gewinner zwischen Eve und Noobs, die spielen heute Abend gegen QB Crime, der Clan von Trimax. Und da ist auch jemand von Eve mit dabei, der das Turnier gewonnen hat, und zwar der liebe Timo. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ab 21 Uhr werde ich das Ganze live streamen. Würde mich freuen, wenn ihr da auf jeden Fall vorbeischaut. Und dann gucken wir jetzt mal, wer hier ran darf gegen QB Crime. Erster Angriff hier von Kalle. Wunderbar, auch wenn es jetzt hier hinten raus, ja, ein bisschen lucky war, dass die Bowler hier mit dem Wächter zusammen noch den Adler down bekommen. Wenn der Adler da überlebt, sind es hier keine drei Sterne. Aber, ja, hier hinten raus nochmal die Ballons. Die Queen läuft jetzt hier immer noch richtig, immer noch am Leben. Und, ja, die kleine Bauhütte, die hier am Rathaus steht, die hat es hier nochmal richtig spannend gemacht, aber ja, hat jetzt hier den Bogi sehr gut darauf platziert. Und die Queen, ja, nimmt hier oben die letzten Verteidigungsgebäude raus. Also hier schöner Angriff vom lieben Kalle und der erste Triple von den Eve-Jungs. So, jetzt habe ich euch gar nicht gezeigt, wie die Fallen hier waren. Und zwar ist er mit dem Zeppelin hier Richtung Rathaus geflogen, in den Feger, der hier oben war, und hier Richtung reingepustet hat. Und wir waren halt der Meinung, dass wenn jemand mit einer Yeti Blimp von der Seite kommt, und wir hatten hier Tornadofalle und zwei schwarze Minen, und damit wäre die Yeti Blimp nicht bis zum Rathaus gekommen. Aber ja, super clever hier von Kalle, habe ich vergessen zu erwähnen, und darum jetzt hier nochmal. Als nächstes will ich euch hier einen Angriff von Xillis zeigen. Dass Xillis mit hier den absolut besten, nicht nur in Deutschland, sondern der Welt mithalten kann. Das hat er hier, glaube ich, schon öfters unter Beweis gestellt. Und das macht er auch wieder hier in dem Angriff. Jetzt könnte man so meinen, okay, hä, er greift mit E-Drache an. Das ist ja gar nicht so gut, ist ja richtig Spam-Angriffstaktik, aber wenn ihr den lieben Lorenz kennt, er hat jetzt hier gesehen, dass er da mit der Queen super das Rathaus rausbekommen kann. Zündet jetzt hier die Queen. Rathaus geht down. Mit dem Royal Champ hat er dann den Single-Inferno-Turm rausgenommen. Und jetzt will er hier auf der anderen Seite mit dem King aufräumen, dass der Bereich hier von dem King rausgenommen wird.
Und dann haben wir hier in der Mitte eigentlich ein Bereich für die E-Drachen, der optimal ist. Immer Blitze, das heißt, die Gebäude stehen immer sehr nah beieinander, dass hier die Gebäude geblitzt werden können. Er hat drei Frostzauber, 4 Wutzauber noch übrig. Und hinten raus dann noch einen Slammer, um die E-Drachen hier noch weiter am Leben zu lassen. Und ja, das war hier absolut der richtige Plan auf die Base. Als erstes kommt jetzt hier der Wutzauber, der Wächter auch super, super früh. Macht man tatsächlich so aktuell. Der King nimmt hier alles raus, der Slammer kommt jetzt mit dazu und nimmt jetzt und soll hier die Luftabwehr rausnehmen und sorgt dafür eigentlich, dass die E-Drachen hier in der Mitte bleiben. Aber da sind so 3-4 abgehauen, trotzdem die Wutzauber hinten raus und die Blitze sind so genial. Hier nochmal ein wunderschöner Frostzauber, damit nimmt er hier Luftabwehr Royal Champ raus. Und ja, da lebt jetzt noch so viel, immer noch der King am Leben, der ist jetzt hier nicht nur, ja, der läuft hier einmal komplett um die ganze Base herum. Wir haben jetzt hier hinten raus nur noch ein paar Teslen und hier die Luftabwehr, die so halbwegs gefährlich werden können. Wir haben aber immer noch einen Wutzauber, einen Eilzauber hier für die Ballons. Und jetzt hier nochmal den Giftzauber für den gegnerischen König. Den hat er hier nicht ganz so gut geworfen. Eilzauber kommt jetzt. Die Loons bekommen jetzt hier die Kanone, Luftabwehr raus. Und dann leben hier immer noch 1, 2, 3 Drachen. Immer noch der Wutzauber. Und dann ist das hier ein richtig, richtig starker Angriff von Xillis. Sehr schön gemacht. Nicht einfach E-Drachen ins Rathaus reingeklatscht, sondern überlegt, wie können die E-Drachen hier bis zum Schluss überleben. Sehr stark und damit steht es hier bei den Trippeln 1:1 zwischen den beiden Teams. Als nächstes zeige ich jetzt hier von dem lieben Georg einen Angriff, der hier unsere Nummer 3, den Noobs Siggi, angreift. Und da sehen wir hier Queenshot Drachen. Wir sind momentan dabei, unsere Basen relativ schwer gegen Queenshot Hybrid, gegen Yeti Smash so zu bauen, dass man da, ja, mehr oder weniger keine Idee drauf findet. Und ja, aber der Gegner kann halt nicht nur mit den beiden Angriffsstrategien kommen, sondern kommt jetzt hier mit Creature Strachen. Auch die ist super, super stark, aber ja, man kann halt nicht eine Base gegen alles bauen. Das ist leider in Clash of Clans nicht möglich und ist auch eigentlich ganz gut so. Und jetzt hier die Tesla Farm am Anfang zündet jetzt hier den King, damit der Royal Champ down geht. Und hat jetzt hier einen Slammer mit der Yeti Blimp, weil er hier einfach 2 Luftabwehren bekommt, einen Streukatapult und einen Multi-Inferno-Turm. Mit der Queen will er dann hier lang laufen und auch noch die letzte Luftabwehr hier rausbekommen. Und dann seht ihr, dass in der Mitte eigentlich nur noch ein ziemlich kleiner Bereich ist. Also hier sehr schön gemacht von ihm. Und das funktioniert auch leider alles so, wie er sich das hier vorgestellt hat. Wutzauber jetzt hier, Rathaus geht down. Queen läuft jetzt hier auch gleich richtig. Schöner Testballon, um die schwarze Mine aufzusaugen. Und dann wird er hier, sobald die Ice Golems hier down sind, mit seinen Drachen starten. So, letzter Ice Golem. Ice Golems in der Verteidigung immer super, super nervig, weil einfach so viel Zeit immer down geht. Jetzt kommt er hier von oben mit dem Drachen in den engen Bereich hier rein. In der Mitte lebt nicht mehr so viel. Und ja, Queen geht jetzt hier erst falsch und dann doch wieder richtig. Läuft hier einmal außen rum. Ups, den Strich wollte ich nicht machen. Nice. Und ja, in der Mitte jetzt hier Streukatapult, X-Bow ist drauf und da zündet er jetzt hier einfach seinen Wächter, sehr stark gemacht mit einem Heilzauber. Heilt er hier die Drachen nochmal hoch, Royal Champ verkleinert hier auch nochmal den Bereich. Und dann lebt hier hinten raus eigentlich nur noch die eine Luftabwehr und die Queen, ihr seht, die ist jetzt hier auch gleich da. Aber die Drachen, ja, sind schon bei den letzten Verteidigungsgebäuden angekommen und ja, ein schöner Angriff hier von Georg, sehr stark die Base, ja, den Schwachpunkt gefunden und ja, hier verdient auf jeden Fall 3 Sterne geholt, ein wunderschöner Queen-Shot-Strafe-Angriff, ja,
fand er echt gut gemacht und dass die Giftzauber hat er hier gar nicht gebraucht, wirft er hier nochmal auf die Clanburg. Ja, sehr schöner Angriff und damit steht es jetzt hier wieder 2-1 für die Jungs von Eve. Allerdings konnten wir in dem CW echt mal zeigen, dass wir richtig, richtig gut sind eigentlich, wenn man nicht ganz so aufgeregt ist. Und hier einmal ein Angriff vom Noobs Röhrle. Und zwar auf die Base vom Kai ist uns absolut nichts eingefallen. Super, super Space Building hier bei Eve, also Props gehen da raus. Es ist uns echt nichts drauf eingefallen und wenn einem nichts drauf einfällt auf eine Base, ja, dann greifen wir mit Yetis an. Yetis, ja, kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn irgendwie nichts einem einfällt, dann einfach mal Yetis drauf klatschen und hoffen, dass es trippelt. Und hat jetzt hier zwei Sprungzauber mitgenommen. Erster Testmauerbrecher. Muss dann jetzt hier das Streukatapult frosten. Die nächsten Mauerbrecher kommen hier rein. Hat jetzt hier schön mit dem Wächter hier oben den Bereich weggefunnelt. Mit der Yeti-Plimp hier den Bereich weggefunnelt. Und dann werden wir hier gleich einen Sprungzauber sehen über den Wächter. Und jetzt versucht er hier seine Yetis möglichst lange in der Mitte zu halten. Wutzauber nicht nur für die Yetis, das vergessen immer viele, sondern die Wutzauber sind auch vor allem für die Heiler, damit die Heiler die Yetis einfach die ganze Zeit am Leben halten. Ihr seht, da sind hier einige Verteidigungsgebäude gerade drauf, gegnerische Queen, X-Bau und trotzdem sind hier die Yetis die ganze Zeit full life. Rathaus wird jetzt hier super rausgenommen. Und von der Queen, nächster Sprungzauber sitzt, letzter Frostzauber hier geworfen, Riese. Und dann sollte hier eigentlich der World Champ kommen. Ich weiß jetzt nicht, warum er den World Champ jetzt hier nicht außen mit dazu gesetzt hat. Hat immer noch den King. Setzt jetzt hier den World Champ von der anderen Seite. Hätte er da jetzt den Riesen mitgenommen, wäre es sogar noch mal besser. Und das zahlt sich jetzt hier aus. Queen am Leben. King kann er jetzt hier nochmal zünden. World Champ nimmt jetzt hier die Verteidigungsgebäude nochmal raus. Queen kann er auch noch zünden, also jetzt hier alle Helden mehr oder weniger am Leben. World Champ hat hier wieder volles Leben. Queen nimmt jetzt hier das Streukatapult raus, wird nochmal gezündet. Gegnerischer King jetzt hier noch am Leben. King tankt jetzt hier außen Bogiturm und Kanone. Und ja, jetzt läuft hier mehr oder weniger alles perfekt. Kanone bleibt jetzt hier erst nochmal stehen. Aber ihr seht, er hat jetzt hier noch einen Lakai in der Armee gehabt. Setzt ihn jetzt hier auf die Kanone und ja, King und Queen können jetzt hier gemeinsam die letzte Kanone hier unten rausbekommen und dann sind das hier 3 Sterne von Röhrle. Richtig, richtig stark gemacht. Letzte Base von ihm. Absolut uns nichts eingefallen und wenn man dann 3 Sterne rausholt, dann ist es echt nochmal doppelt und dreifach gut. Also hier 2-2 steht's zwischen den Noobs und den Eve-Leuten. Und als letztes habe ich hier einen Angriff von Noobs Siggy. Und ja, habe ja schon, glaube ich, oft genug gesagt, dass ich mega, mega stolz auf meine Jungs bin. Und ja, hier der Angriff eigentlich auch nahezu perfekt. Und kommt jetzt hier mit dem Eisgolem. Der tankt hier wunderbar für sein World Champ. Der nimmt jetzt hier den X-Bow raus. Dann kann er jetzt hier gleich noch gezündet werden. Sollte ja da den Bereich ein bisschen schmälern und mit so vielleicht so ein bisschen Glück, wenn der World Champ hier unten geblieben ist und nicht in der Reichweite von dem König, hätte er vielleicht noch den Adler rausbekommen können. Das ist leider nicht passiert, aber er kommt jetzt hier mit der Queen, der Wutzauber, damit hier die Mauerbrecher gerade noch so funktionieren. Der Streukatapult war schon drauf, hat aber hier nur ein Mauerbrecher dann gekillt. Jetzt kommt die Queen hier in den Schlauch rein. Und dann haben wir gesehen, dass er die Queen hier Adler, Rathaus, Streukatapult, 2 X-Baus und den Wächter bekommt. Das fanden wir auf jeden Fall ziemlich gut. Gegnerische Queen geht jetzt hier auch noch down. Boden-X-Bau geht jetzt hier leider nicht down, weil die Queen jetzt hier als erstes auf die Eisgolems geht. Und ja, ich habe gesagt, fast alles richtig. Hat hier vergessen, einfach alle seine Heiler zu setzen.
Also, ein paar Ausführungsfehler machen wir dann immer noch, aber ja, der Charge war hier richtig, richtig stark von dem lieben Tom. Kommt jetzt hier mit den Schweinereitern, mit den Minern für die letzten Verteidigungsgebäude. Streukatapult war jetzt hier auch noch auf der Queen, wurde jetzt hier auch die ganze Zeit getankt. Und ja, jetzt hat er hier noch einen wunderbaren Wächter mit dazu gehabt. Also hier alle Miner und Schweinereiter einmal vergoldet. Die bekommen jetzt hier die ganze Zeit keinen Schaden. Und ja, die Queen jetzt hier gerade so noch am Leben die ganze Zeit. Immer mit so 10 HP, dann wieder 5 HP, 10 HP. Der X-Bow geht down, die Queen hätte gerade überlebt. Und dann stirbt sie doch noch weg. Und ja, die Miner sind jetzt hier alle unten gewesen. Schweinereiter sterben leider hier oben langsam aus. Und ja, wir gucken hier auf die Zeit, denn der Angriff, der ging ja ganz schön lange. Und leider langt es hier zum Schluss nicht ganz. Also, Miner kommen jetzt hier noch rüber. Von der Power hätte das auf jeden Fall gelangt. Lager geht jetzt hier auch nochmal down. Ein Tesla, Minenwerfer und hier ein Elixiersammler bleiben leider stehen. Und damit verlieren wir 12 zu 13. Allerdings, wenn wir uns mal hier die Angriffe angucken von uns. Röhrle hat getrippelt. Professor auf die Base von Kalle 98%. Noobsigi 97% auf die Base von Luis. Und 96% von Max. Also, um das nochmal auf der Zunge euch, damit ihr das nochmal auf der Zunge zergehen lassen könnt. 96% 2 Sterne war hier unser schlechtester Angriff gegen Eve. Die haben aber leider 1, 2, 3 Basen von uns schuppern können und gewinnen deshalb mit den Sternen. Prozente hier 98,2%. Wir waren insgesamt nur 9% weg von einem Perfect War gegen Eve. 2% hier bei der Base von Kalle, 3% nochmal bei Luis und 4% bei Burak. Also wirklich richtig, richtig starke Angriffe von uns. Trotzdem Glückwunsch an Eve. Und wie Eve gegen QB Crime spielt, das seht ihr heute ab 21 Uhr bei mir auf dem Kanal. Also schaltet auf jeden Fall ein. Es geht hier um 50 Euro Preisgeld und das Preisgeld kommt von mir. Beziehungsweise genauer kommt das Preisgeld von euch, denn mit dem Creator Code Noobs, da habe ich der GML das Preisgeld gesponsert. Ihr unterstützt mich und ich will natürlich immer die Community zurück unterstützen. Also, falls ihr solche Videos gerne unterstützen wollt, dann tragt auf jeden Fall den Creator Code Noobs ein. Würde mich freuen, es sind jetzt wieder Angebote mit dabei. Ich finde sie jetzt nicht so gut. Aber müsst ihr halt selbst entscheiden. Und dann war's das. Macht's gut, ihr Lieben. Haut rein und wir sehen uns in 3, 4 Stunden. Macht's gut, haut rein und tschö mit Ö.